Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielerentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum aus. Wähle mit Bedacht. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Und da ist sie auch schon. Chloe Price, mitten in ihrer rebellischsten Phase quasi. Wir werden später herausfinden, warum das so ist. Und eigentlich wissen wir es ja auch schon aus dem ersten Teil. Aber das mit dem Zug gerade fand ich extrem uncool. Ja, ich weiß, der Zug hat in 1337, das war schon ganz cool. Aber ich fand ihre Aktion extrem uncool, weil ganz ehrlich, der Lokführer, der muss so Blut und Wasser geschwitzt haben. Der muss gerade so die Düse gegangen sein, dass das junge Ding da einfach breitmanscht auf den Schienen. Absolut ungeil. So, hier aber erstmal ein Zaun. Den schauen wir uns an. No trespassing? No way. Aber natürlich haben wir dadurch gelernt, dass Chloe ihr eigenes Leben einfach scheißegal ist. Und vielleicht braucht man manchmal einfach einen Grund, um weiterzuleben. Sonst hilft... Nein, komm, das sage ich nicht. Spring. Fuck yeah, Schild! Boah, dem haben wir es gezeigt. Das Schild wird sich erst merken. Holy shit. Das Jolly Joker. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Die Mühle betreten. Okay. Wir müssen jetzt die Mühle betreten. Ich nehme an, das hier wird wohl die Mühle sein. Ich weiß, oder? Was steht da? Tumnus Lamba irgendwas. Mühle ist es nicht. War früher mal ein Holzfällerlager. Da liegt was. Was ist das? Papierschnipsel. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Dritte, fünfte. Cure vs. Goldie, 3-1. Einsatz 1000, Verlust minus 1000. Damon Merrick. Okay, Damon Merrick, der Name kommt mir bekannt vor. That's exactly your problem. Meaning you. Yeah, your problem. Not mine. I know your kind. I know your bullshit excuses too. Slap those excuses out of you. But it really wasn't my fault. You're always blaming everyone else but yourself. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. I understand, really, and it won't ever happen again, I swear. You can trust me. I promise. I really get it now. I do. Do you? Because trust with me is earned in actions, not words. Got it? Warum haben die Jungs keine Untertitel? Ich will das alles verstehen. Oh, ein Lagerfeuer. Benzinkanister und Feuer. Oh, oh. Ansehen. Some say the world will end in fire. Und wie auch im ersten Teil können wir uns ans Feuer setzen und nachdenken. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This place is sketchy as hell. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Liegt's an David? Dem neuen Freund der Mutter, der gerade eingezogen ist.
und der sich schwer tut, seine, naja, sagen wir mal, Zuneigung zu zeigen und der auch mit jungen Menschen nicht so richtig kann, den haben wir schon mal kennengelernt, den David. Ein sehr, eigentlich ein lieber Kerl, aber sehr, sehr awkward und er weiß nicht, eigentlich, ja, und ja, hat sehr viele Probleme, die er mit sich rumträgt, so wie sie eben auch. Benzinkanister. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Wenn ich sage lieber Kerl, dann meine ich damit natürlich, manche Leute haben Probleme damit, das zu zeigen. I'd join a motorcycle gang, if I had any friends. Bloodsport, taste Iron Punk. Nothing says badass like a nice floral print. Neuer Dialog freigeschaltet. Ah. Türsteher, ist das eine Karre? Erstmal ansehen. I've got to figure out how to get past this guy. Kann ich da nicht einfach dran vorbeigehen, oder? Nein, offenbar nicht. Na gut. Flirten fällt wohl auch flach. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid. But you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? Ja, wir müssen ihn überzeugen. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked here. Oh, was ist das? That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Ach, eine Sägemühle. Ah, alles klar. Wir brauchen irgendwas, was ihn überzeugt, uns reinzulassen. Vielleicht der Name auf dem Schnipsel, wahrscheinlich nicht. Hier die Karren. Da war noch was mit dem Wohnwagen. Warte, achso, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich drücke mal den Handknopf. Ansehen. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Vielleicht hier rumgehen? Ja, das können wir. Den Wohnwagen kennen wir noch ein bisschen. Platte. Ansehen. Ah, perfect place for me to work. Und was malen wir denn jetzt Schönes auf den Wohnwagen now, drauf? What to draw? Ja, was nur? Kein Methlabor, gratis Süßigkeiten. Ach komm, das mit dem Methlabor, oder? Definitely, absolutely not a meth lab. Erholungsvandalismus. I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Dankeschön, liebe Xbox, für das Einblenden über die Untertitel. Das ist toll. Hier ist noch irgendwas, ein Hundezwinger. Ob da ein Hund drin ist? Ich glaube nicht. This place has collected a lot of junk over the years. Ich glaube nicht. Hier ist noch eine Tür. Second door inside. So close and yet so far. Okay, zuhören. This band shreds so hard. I gotta get in there. So, wo haben wir denn jetzt die Option mit dem Blumenmuster? Hier ist noch Hannibal. Was steht da drauf? Hannibal. Hier Barbarics. Murdoch. Ach, B.A. B.A. Baracus. Hier ist Murdoch. Und hier ist Faceman. Das A-Team. Das A-Team ist hier. Wie geil. Ach, wie cool ist das denn? Oh, ich liebe diese kleinen Sachen. Die haben sie auch wieder eingebaut. Oh, schön. Da freue ich mich voll. So, können wir bei dem Streit hier vielleicht auch mal mit dem Blumenmuster? Should probably avoid getting on that guy's shit list. Okay, da können wir nichts machen. Das Blumenmuster brauchen wir wahrscheinlich für drin und bei ihm kommen wir immer noch nicht weiter, ne? God, again? What do you want, kid? Lass mich rein und zwar sofort. Die Mühle, dein Motorrad. Erstmal hier, komm, wir können ein bisschen quatschen. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Are you kidding? You should probably just go.
Is that your bike over there? Yep. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Was ist mit dem Blumenmuster? Never mind. Yeah, keep walking. Ich will ihn natürlich nicht anscheißen. Also natürlich können wir ihn anscheißen, ich würde es nur erstmal gern so probieren, ohne anscheißen. Nothing says badass like a nice floral print. Jetzt haben wir schon wieder neuer Dialog freigeschaltet. Hey. God, again? What do you want, kid? Ich will den neuen Dialog. Ich würde ihn schon anscheißen, einfach nur um zu gucken, was passiert, aber auf der anderen Seite, ich würde gerne. Yeah, keep walking. Komm, wir spulen zurück. Ach, geht ja gar nicht mehr. So, warte. Es muss doch irgendwie möglich sein, irgendwas anderes zu machen. Hier, guck mal, da ist ein fucking Benzinkanister. Mit dem können wir noch bestimmt. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Benzinkanister ins Lagerfeuer schmeißen, irgendwas. Ich glaube, wir müssen ihn anscheißen. Some say the world will end in fire. Ja, kennen wir schon. Ich glaube, wir müssen ihn anscheißen. Hier hinten finden wir, glaube ich, nichts, ne? Ich gucke nochmal ganz kurz, hier sind eine Menge Karren. Natürlich genauso geparkt, dass man nicht durchkommt. Wenn ich da hinten geparkt hätte, Alter, ich würde mich jetzt richtig abfucken, weil ich komme da gar nicht mehr hin. So, hier geht auch nichts. Okay, wir scheißen den Typen zusammen. Ich wollte eigentlich was anderes machen, aber gut. Probieren wir's mal. God, again? Ja. What do you want, kid? Also. Du hast eine Widerworte-Herausforderung begonnen. Oh oh, was heißt das? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Wenn du Widerworte gibst, benutzt du Argumente und Beleidigungen, um jemanden dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Oh oh. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Achte für eine erfolgreiche Herausforderung darauf, was dein Gegenspieler sagt. Hä, hey, das ist ja wie Monkey Island gerade. Was ist das? Da unten Chloe, Türsteher? Was? So, Schlafenszeit, kleine Schlafenszeit, deine Schlafenszeit, keine Schlafenszeit. Okay, wenn er uns... Schlafenszeit. Tu mir den Gefallen. Kann man natürlich auch sagen, aber... Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. So, achte wieder auf die Worte deines Gegenspielers. Echt niedlich, ich weiß trotzdem nicht, wer du bist. Wem tut's weh? Niedlich ist relativ, niedlich ist nicht. Ah hier, niedlich ist relativ. Kittens riding tiny mopeds are cute. I'm more like Red Sonja riding a panzer tank. Okay, kid. I get it. You're tough. Manchmal sind die richtigen Antworten schwerer zu erkennen. Hier ist Spielplatz eine gute Reaktion auf kleine. Okay. Schwierig. Das könnte lustig werden. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me. A girl like you? I can't protect you in there. Blumen auf deinem Motorrad. Ja, komm. A girl like you with pretty, pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan... Look, my boss decides who gets in, all right? Sie einfach weg. Wer ist dein Boss? Is your boss your mom? Follow up. Do you live in your boss's basement? You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. I give up. You're all right, kid. Go on in. Ach, der ist lieb. Oh, der ist lieb. Ich mag den. Der ist sympathisch. Der darf auch Blumen auf dem Motorrad haben.
Na, so, drin sind wir also schon mal. Okay, ich muss mich ehrlich gesagt dran gewöhnen. Das ist irgendwie komplett neu. Dieses Argumentieren ist irgendwie komplett neu. Das wird... das wird interessant. Ich weiß nämlich auch nicht, bei ihm hat es funktioniert, aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen so funktionieren wird, wenn wir da eine große Schnauze haben. Das könnte auch nach hinten losgehen. Ich glaube, Papa David ist da wahrscheinlich nicht so erfreut, wenn wir wieder Worte geben. So, hier fliegt das. This is intense! Hey, Delia, come! Cute dog. Question everything. Why? Fand ich schön gerade. Just follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. So, das haben wir schon in der Preview gesehen. Das kennen wir sogar schon ein bisschen. That dog is fierce. Ach, der ist süß. What's her name? Delia. Na, komm her, Delia. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. So, das betrunkene Girl. Sober up, girl. You're missing the show. So, und auch hier wieder, da ist schon wieder der Merrick. Damon Merrick again? Who is this guy? Und Damon hört sich ein bisschen an wie Damon. So, T-Shirts. That shirt is rad. Eigentlich ist das T-Shirt echt hässlich. No. Kriegen wir auch keins. 20 bucks, baby. 20 bucks? That's robbery. And don't call me baby. Fine. 20 bucks, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Alles klar, wir wissen, wie es läuft. Wir holen uns da, also Shirt holen wir uns, ne? Das machen wir. Hier noch ein Schild. Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Ich weiß halt nicht, wenn wir das jetzt machen, ob das Konsequenzen hat, das weiß ich nicht. Wir haben hier eine Handbremse und wir haben $100 waren das, glaube ich, im Kofferraum, ne, um unsere Schulden zu bezahlen. Releasing that brake would roll the car right out from under that tool. Do I want a firewalk shirt that bad? I think I do. Ja, komm, machen wir. Der ist halt ein Arsch. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Und eigentlich war das Shirt eigentlich war ein ganz normaler Preis für ein Shirt. Shit. No. Come on. Thanks for playing, Dick. So, die Frage ist halt, ich weiß, Locksley. Ist das Robin von Locksley? Ein T-Shirt nehmen, okay. Oh, yeah. Sweet. Sweet victory. T-Shirt nehmen ist ja okay, aber... That's like 200 bucks. Ich weiß es einfach nicht. Wir sollten es eigentlich nicht tun. Eigentlich sollten wir es nicht tun. Ich weiß halt nicht, wie Chloe selber entscheiden würde. Chloe, ne? Also wenn ich jetzt wie sie spielen würde, würde ich es wahrscheinlich einmal mitnehmen, weil es gerade da ist. Ich lasse es einfach liegen. Keine Ahnung. Es wird später bestimmt Nachteile haben. Not worth it. These guys might burn me at the stake. Und sie muss ja nicht nur Scheiße bauen. Ich meine, wir können es bestimmt immer noch... Nee, können wir nicht. Entscheidung ist vorbei. Ich dachte, wir können es nachträglich noch holen, falls wir uns nachträglich entscheiden wollen. Relaxtes Mädchen. Und ich weiß, viele von euch hätten die Kohle natürlich mitgenommen. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? Und wir haben sie ja auch in der Preview mitgenommen, aber jetzt wollte ich es mal nicht machen, denn ich wollte Chloe nicht noch weiter in die Scheiße reiten, als sie sowieso schon ist. Andererseits hat sie natürlich auch Drogenschulden. Frank Bowers? What is he doing here? Ja, was wohl, das gleiche wie immer. Yo, Frank! Hey! Chloe? I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man.
They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Wie wär's mit etwas Gras? Na, erstmal hier. So, you come here a lot, or? Yeah. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Naja, sie versucht's wirklich sehr hart, irgendwie dazuzugehören, glaube ich. Okay, so, you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you owe me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high goodbye. How about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind, Ben. Suit yourself. Tja, und jetzt fast bereue ich es ein bisschen, dass wir hier, ne, und so, ja. Wir können es, wir können es leider nicht mitnehmen. Fast bereue ich es ein bisschen, weil wir hätten noch 25 Dollar übrig und mit denen hätten wir, ehrlich gesagt, noch irgendwas machen können. Cold beer, free for the taking. Und das werden wir später nicht machen können. Das wird uns entgehen, weil wir jetzt die Kohle nicht mitgenommen haben. Aber es ist halt nicht unsere. Drink more, feel less. Yes, please. So, da haben wir noch das Sägeblatt. Das kann man noch verschönern. Graffiti everywhere. I think they missed a spot. So, wir hatten in der Preview das böse Auge. Jetzt machen wir drehen. Dann haben wir beide gesehen. What's wrong? Sit and spin. Sieht echt hässlich aus. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh Gott. Ah, warte mal, hier, Kündigung. 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool. Geehrte Mitglieder des Hafenarbeiterverbandes von Arcadia Bay, die Prescott-Stiftung, die vor kurzem die Arcadia Bay Marine Corporation als Teil eines Insolvenzverfahrens erstanden hat, hat beschlossen, ihre Arbeitsstelle zusammen mit den Arbeitsstellen aller 307 Mitglieder ihrer Union zu eliminieren. Alter! Außerdem liquidiert die Stiftung aller Fonds der ABMC eingeschlossene Rentenkasse der Hafenarbeiter, die als Zahlung gegenüber Verbindlichkeiten bewilligt wurde. Alter! Die Rentenkasse! Die nehmen den ganzen Arbeitern einfach die komplette Rente weg. Ach du Scheiße, die haben jahrelang gearbeitet für nichts. Beachten Sie, dass Ihr Arbeitsvertrag es Ihnen untersagt, jegliche Firmenpraktiken oder Arbeitsweisen eingeschlossen, der Details dieses Personalabbaus offenzulegen. Viel Glück, mit freundlichen Grüßen, Sean Prescott. Boah, ob das legal ist, weiß ich nicht. Hey Typ. That's totally me in 5 beers. Okay, 3. Also viel verträgt sie jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. So, zwei integere Herren. Sketch Central. So, hier noch irgendwas. An der Bar noch irgendwas zu holen. Warte mal, ich wollte mal ganz kurz hier Pinöpel gucken. She even suck, was? Oder Stories even suck? Ich weiß es gar nicht. Explicit Content und da unten noch irgendwelche Bilder. We're the best, lalala. Okay. Ansonsten können wir hier nicht viel machen. Hey, Mädchen, geht's dir besser? Sober up, girl. Nein. You're missing the show. Ich dachte, dir geht's dir besser. Mit ihm können wir nicht quatschen. Hier kommen wir auch nicht hoch. Half those stairs are rotted through. Looks dicey. So, mit dem Bier. Können wir jetzt mit Frank mehr reden? She returns. Ja, Gras kriegen wir immer noch nicht. About that weed. Here it comes. Never mind, Ben. Suit yourself. Okay. Das wird nichts, eine Dartscheibe. Reminds me of the way I make important life choices. Und hier sind ein paar Spritzen. No thanks. I try to avoid hepatitis when I can.
Und das sehr, sehr wichtige Poster. Das hätte ich fast vergessen. Das ist sehr wichtig, dass wir das zeigen. Classy. Wunderschön. So, geht's hier noch irgendwo hin? Nee, ne? Nein. Okay, was steht denn auf der Hand? Es bis zur Band schaffen. Das finde ich irgendwie süß mit der Hand. Was? Dogfight, get sourced. Finde ich irgendwie süß mit der Hand, dass man da quasi immer die Ziele draufstehen hat. So, komm mal da hin. Damn, there are a lot of people here. Dann mal durchboxen. Here we go. Hallo, aua. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Was für ein ekelhafter Typ. Komm, wir haben vorher die Meinung gesagt, wir bleiben mal höflich erstmal. Wir bleiben erstmal höflich. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es bei dem Typen die richtige Option ist. Aber wir sind schon in ihn reingeklatscht. In der Preview haben wir ihm gleich die Meinung gesagt. Hier bleiben wir erstmal höflich und dann mal gucken, was passiert. Yep, my bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope, don't care either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right, mosh pit is a no-go. Fine. Hat sich Maybe I can get a better view of the action from up above. So, aber wir haben einen neuen Dialog freigeschaltet. Halt, da ist noch der Rehkopf von Rachel Ember. Don't you judge me, spooky deerhead. I'm here for the band. Dann haben wir den auch noch. So, wir haben einen neuen Dialog freigeschaltet. Den würde ich gerne mitnehmen. Frankie Boy. She returns. Natürlich. So, hier. Wofür die Treppe hin? Auch interessant, aber erstmal. Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Ah, yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Wahrscheinlich eher ein Geschäftspartner, oder? Ich weiß es nicht. Wofür die Treppe hin? Where do those stairs go? Up. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Ich ärgere mich immer noch, dass wir beim Wagen die Kohle nicht mehr klauen können, aber andererseits vielleicht auch ganz gut so. Wir bleiben bei der Entscheidung und jetzt gehen wir erstmal nach oben. Wir wissen, was passiert. She's gonna regret every word. Every word.
be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Weise, diese Tat wird Konsequenzen haben. Aber ganz ehrlich, man kann sich im Leben nicht vor jedem Arsch verstecken. Man kann nicht immer duckmäuserisch durch die Gegend laufen. Man kann nicht immer wegrennen. Manchmal muss man sich, und man sieht ihr die Angst auch ein bisschen an im Gesicht, und manchmal muss man sich seinen Ängsten auch stellen. Und plötzlich erscheinen sie dann meistens gar nicht mehr so groß. Ah! Rachel? Come on! Hurry up! I'm caught up in a trance of youth and elegance. A voice is filled with pain. Lost. No one gave a toss. Who knows to pass on? So slow. Let me go, Frank! Not gonna happen. Calm down. Come on, man! Walk away. Screw this! Are you ready for me? Are you ready for me? Bullshit! Get the fuck out of here! Your lighthouse.